Buenos días, Peregrinos und Peregrinas. Ich bin nämlich aus Köln und ich bereite mich darauf vor, den spanischen Jakobsweg zu gehen. Seit März 2020. Über ein Jahr jetzt. Ist es sicher, dieses Jahr 2021 den Jakobsweg zu laufen? Wir finden es raus. Vorab, kurzer Disclaimer, alles meine Meinung. Wenn du mit meiner Meinung nicht konform gehst, das werden wahrscheinlich einige sein. Versuch mich und meine Ansichten zu ändern, aber mit Fakten, nicht mit Schreierei und Beleidigung. Du wirst blockiert. Vor ein paar Wochen hat jemand unter einem älteren Video von mir geschrieben, ich bin egoistisch und rücksichtslos, wenn ich den Jakobsweg laufen will, weil ich verbreite den Virus von Herberge zu Herberge und sie würde den Jakobsweg erst laufen, wenn sie geimpft ist und es wieder sicher ist. Und sogar die Bundesregierung sagt ja, man soll auf Reisen verzichten, weil man den Virus verbreitet. Außer aus beruflichen Gründen. Also Dienstreisen sind okay, weil da verbreitet man kein Virus. Nur vorab, habe ich ganz vergessen. Ich bin kein Corona-Leugner. Ich habe keinen Hut aus Alufolie auf. Ich verstehe die Situation sehr wohl. Ich verstehe die Regeln und Einschränkungen. Und ich halte mich auch daran. Aber ich habe ein paar Fragen. Zum Beispiel, ich trage, wo immer es notwendig ist, eine FFP2-Maske, wasche mir regelmäßig die Hände, benutze Desinfektionsmittel, halt Abstand, wo immer es geht, verzichte auf öffentliche Verkehrsmittel und ich bin bis jetzt über ein Jahr lang durch diese Pandemie gekommen, ohne mich zu infizieren. Wenn ich diese Verhaltensweise mit nach Spanien bringe, inwiefern ist es da gefährlicher als in Deutschland? Wenn ich mit diesen Schutzmaßnahmen die Verbreitung des Virus in Deutschland verhindern kann, kann ich die auch in Spanien verhindern. Oder sehe ich das falsch? So, und wenn die persönlichen Schutzmaßnahmen dazu geeignet sind, mich zu schützen, und meine Mitmenschen zu schützen. Und wenn sich jeder so verhält, dann ist meiner Meinung nach der Jakobsweg so sicher, wie er eben nur sein kann. Na, und wenn man dann vielleicht noch darauf verzichtet, in überfüllte Großherbergen zu gehen und sich stattdessen lieber irgendwo ein schickes kleines Zimmer im Hotel bucht, ich sehe das Problem nicht. So, und zum Thema, ich gehe erst auf den Camino, wenn ich geimpft bin. Ich habe so den Eindruck, dass der eine oder andere das Thema Impfung nicht wirklich verstanden hat. Du wirst, oder ich sag mal, die Impfung macht dich nicht immun. Du kannst dich genauso infizieren, du kannst genauso krank werden, wenn auch mit leichteren Symptomen, aber generell ändert sich nicht viel. Gefährlich wird es dann, wenn eine geimpfte Person, sage ich jetzt mal, denkt, ich bin geimpft, ich bin sicher, alles ist gut, mir kann nichts passieren, und dann leichtsinnig wird und den Virus verbreitet und andere in Gefahr bringt. Nicht falsch verstehen. Ich weiß genau, was ich sage. Ich bin kein Impfgegner. Ne? Also wenn es danach geht, wenn meine Altersgruppe endlich dran ist, ich bin der Erste, der in der Reihe steht. Ne? Aber wie gesagt, selbst wenn du geimpft bist, wirst du nach wie vor Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen. Wie alle anderen auch. Und das ist meiner Meinung nach die größte Gefahr momentan. Dieses falsche oder falsch verstandene subjektive Sicherheitsgefühl.
Also, um das kurz zusammenzufassen, wenn sich jeder an die Regeln hält und nicht wie ein komplettes durch die Gegend läuft, dann ist der Camino so sicher, wie er nur sein kann. Der Camino generell ist nicht unsicher. Wir machen ihn unsicher. So, und dann gibt es ja noch die Leute, die sagen, oh, ich laufe lieber nächstes Jahr den Camino. Habe ich auch gesagt. Das war letztes Jahr. Also erstmal denke ich, wenn wir sowas wie die Herdenimmunität erreicht haben, also mehr als 60% der Bevölkerung durchgeimpft, ich vermute mal, das wird Ende des Jahres sein. Ich bin zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass denn die Uhr zurückgestellt wird. Ich gehe davon aus, dass sie sich das mindestens noch ein Jahr angucken und gucken, wie sich das entwickelt. Also, insofern gehe ich davon aus, selbst 2022 wird sich an der Situation generell nichts ändern. Aber ich denke, vielleicht ab 2023 kommen wir an einen Punkt, wo gesagt wird, so geht's nicht mehr weiter. Na, weil letztendlich am Anfang der Pandemie wurde gesagt, wir können den Virus nicht ausrotten. Geht nicht. Das Einzige, was wir können gucken, dass wir die Ausbreitung reduzieren oder verlangsamen, damit unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Der Virus selber, ausrotten können wir ihn nicht. Ich denke, irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo gesagt wird, wir können so nicht weitermachen. Das ist unser neues Normal. Wir müssen mit dem Virus leben, er wird immer da sein. Es wird immer wieder neue Mutationen geben. Menschen werden krank, Menschen sterben, wir können es nicht ändern. Und ich denke, dann wird das Leben an sich wieder so, wie wir es vor Corona kannten. Aber wir werden nach wie vor immer mit der Gefahr leben, uns mit Corona zu infizieren. Ich denke, das wird das neue Normal. Wie gesagt, das ist jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht zu euphorisch sein, ich will auch nicht alles schwarz malen. It is, wie it is, kannst es nicht ändern. Ich denke, dieses Jahr den Camino zu laufen, ist genauso sicher oder unsicher, wie ihn nächstes Jahr zu laufen oder in 2023 zu laufen, wenn sich jeder an die Regeln hält und nicht durchdreht. Die deutschen Zahlen würden auch anders aussehen, wenn die Polizei nicht jedes Wochenende irgendwo eine illegale Party im Wald auflösen müsste. Oder irgendwelche Demonstrationen, wo sich 10.000 Leute in den Straßen in den Armen liegen ohne Maske. Oder. Wenn wir uns alle anständig benehmen, kommen wir da sicher durch, kommen wir auch wieder sicher nach Hause. In diesem Sinne, genug gefaselt. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet euch an die Regeln. Alles wird gut. Buen camino.